Willkommen zu einer weiteren Folge der Weg mit Davy Classic. Ich zeige euch in diesem Format verschiedene Dinge, die ich mit meinem Kleinen gelernt habe. Wie zum Beispiel auch bei dem heutigen Thema, nämlich das Thema Baden. Was solltet ihr beachten, wenn ihr euer Kind das erste Mal badet? Was kommt auf euch zu? Und ab wann dürft ihr euer Baby baden? Genau das kommt im folgenden Video. Ja, liebe Eltern, das Baby das erste Mal zu baden ist etwas total Aufregendes. Ich persönlich war total aufgeregt, bevor ich den Kleinen baden durfte und habe mich auch jederzeit wieder gefragt, ab wann es endlich losgeht und habe mich im Vorfeld natürlich wieder informiert und um genau diese Infos, die ich mir eingeholt habe, geht das erste Video hier. Der erste Punkt ist, ab wann dürft ihr euer Baby baden? Ihr dürft euer Baby baden, sobald der Nabel abgefallen ist. Vorher bitte nicht, weil es kann schlimme Infektionen hervorheben, wenn der Nabel feucht wird. Deswegen muss man ihn auch außerhalb der Pampers lassen. Dazu kommen wir aber noch in einem anderen Video. Der zweite Punkt in dem heutigen Video ist die Vorbereitung. Sprich, was müsst ihr alles tun, damit ihr ein angenehmes Bad mit eurem Baby habt? Also, als erstes sollte man sich überlegen, wo man das Baby badet. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir selber haben eine Badewanne, Babybadewanne, die werdet ihr gleich noch sehen. Man kann das erste Bad auch im Waschbecken vollziehen. Es hat nämlich die ideale Höhe für den Rücken, weil ihr das Baby nämlich, wie ich es euch gleich auch nochmal zeigen werde, ihr werdet es die ganze Zeit im Arm halten müssen, damit der Kopf nicht untergeht. Das Waschbecken ist dort deswegen halt die ideale Höhe. Aber ihr könnt auch ein Bügelbrett nehmen und die Babybadewanne bzw. eine Wäschewanne funktioniert in diesem Fall auch, auf die richtige Höhe stellen, damit ihr nicht andauernd in der gebückten Haltung seid. Ihr könnt es natürlich auch vor dem oder eurer Badewanne machen, damit seid ihr näher am Wasser, müsst es nicht unbedingt die Badewanne da rausstellen und legt euch eine Unterlage neben die Badewanne von eurem Baby, damit ihr drauf knien könnt und vollzieht dort das Bad von eurem Kind. Der nächste Punkt im Thema Vorbereitung ist, was ihr alles braucht, und zwar: Am Anfang braucht ihr nicht wirklich Waschlotion oder Spielsachen. Euer Kind ist jetzt ungefähr 6 bis 8 Wochen alt und das Baden an sich ist schon eine aufregende Sache und wird total Euphorie in eurem Kind auslösen. So war es zumindest bei unserem Kind. Und am Anfang sind Bodylotions oder Creme oder Duschlotion nicht so empfehlenswert für die Kinder, weil der Säureschutzmantel der Haut noch zu schwach ist und angegriffen werden kann. Deshalb empfiehlt sich, diese ganzen Dinge wegzulassen und einfach nur mit einem klassischen Waschlappen euer Kind zu baden. Der nächste Punkt zum Thema Vorbereitung ist die richtige Wassertemperatur. Das Wasser darf nicht kälter als 26 Grad sein, aber auch nicht wärmer als 38 Grad. Sprich, so 35 Grad sollte ideal sein. Wir haben ein Infrarot-Fieberthermometer, was auch Lebensmitteltemperaturen oder auch Wassertemperatur misst. Wir nutzen das Thermometer auch oft für die Babyflasche, damit wir die richtige Temperatur finden. Das könnt ihr auch für das Baden nehmen. Ich hau euch mal unten in der Beschreibung einen Link rein, wo ihr euch das Babythermometer besorgen könnt. Ja, die richtige Temperatur sollte natürlich auch für euch angenehm in den Händen zu spüren sein. Und wenn ihr es nicht angenehm oder zu kalt oder zu warm empfindet, legt euer Kind am besten nicht rein. Ihr selbst seid nämlich das beste Thermometer. Auch unten in der Beschreibung ein Link für euch. Der nächste Punkt ist, ihr müsst das Kind, bevor ihr es in die Badewanne steckt, erstmal grundsätzlich säubern. Sprich, erstmal unten die Windel wechseln, die Geschlechtsorgane säubern und natürlich den Po etwas säubern, damit diese ganzen Keime und so weiter sich nicht auf den ganzen Körper eures Babys verteilen, wenn es im Badewasser herumklatscht. Okay, der nächste Punkt im Video ist Punkt 3. Und der Punkt 3 ist, so halten Sie Ihr Baby richtig. Dafür gehen wir mal ins Badezimmer. So, sorry, wenn es was heilt. Hier ist mal wieder eure Agatha. Und hier bin ich. Ich zeige euch jetzt, wie man die Kleine am besten oder den Kleinen am besten hält. Ich hoffe, man sieht es aus der Perspektive. Ansonsten hole ich euch jetzt was ran. Im Prinzip habt ihr sie die ganze Zeit so. Guckt, dass ihr den Kopf möglichst hinten am Genick festhaltet. So wie hier. Und dass sie nicht mit dem Kopf unterlippt. Natürlich könnt ihr auch mit der anderen Hand, ist jetzt gerade nicht frei,
hab hier hinten und könnt mit der anderen Hand und dem Waschlappen so euer Kind baden. Einfach nur darauf aufpassen, dass der Kopf nicht unter Wasser geht. So, ich denke, das war's erstmal im Badezimmer. So, ich hoffe, ihr konntet alles sehen, wie das mit dem Baden abläuft. Sprich, immer nur den Kopf festhalten und den Nacken eures Babys mit eurer Hand bzw. eurem Arm stützen. Ja, ihr merkt, ihr werdet auch nass. Das ist nun mal am Anfang mit dem Babybaden so. Der vierte Punkt ist nämlich der Punkt nach dem Baden. Das Baby richtig abtrocknen. Dafür habe ich die kleine Agatha mal in so ein tolles Babytuch gepackt. Dieses tolle Babyhandtuch hat hier oben so eine Lasche, wo ihr den Kopf eures Kindes direkt reinstecken könnt. Ich hoffe, ihr seht es. Hier, zack. Agatha ist bitte schon nass, dann kommt sie da oben rein. Wird direkt zugedeckt von beiden Seiten, weil dem Kind ist danach total kalt. Wichtig ist beim Abtrocknen einfach, dass ihr nicht kräftig dolle rubbelt. Das mögen die Babys nicht, das mag die Haut eures Babys nicht. Am besten ist wirklich langsam und vorsichtig die Haut eures Kindes trocken rubbeln. Es gibt auch noch so eine tolle Wärmelampe, die haben wir auch. Ich persönlich würde diese Lampe auf die Liste der unnützen Dinge stellen, aber meine Frau ist davon überzeugt. Mit der Wärmelampe einfach das Kind abtrocknen und dann kommen wir nämlich auch zum fünften. Der letzte Punkt in dem Video ist nämlich das danach ausruhen. Für euch und das Kind war diese ganze Badephase gerade total aufregend. Leute, euer Kind ist nass geworden und wenn ihr das Video hier seht, wahrscheinlich auch zum ersten Mal. Und das Kind muss sich danach erholen. Unser Kleiner schläft danach immer sehr gut. Das kann ich euch nur empfehlen. Es ist aber von jedem Kind individuell abhängig. Es gibt Kinder, die schlafen danach gar nicht. Es gibt Kinder, die schlafen so gut wie meiner. Die Sache ist halt wirklich nicht zu oft baden. Wegen dem Beureschutzmantel eures Kindes, so wie jeder Dermatologe auch uns Erwachsenen empfiehlt, sollten wir nicht täglich duschen, aber ich mache es trotzdem, habe ich gar nicht gesagt. Trotzdem solltet ihr das eurem Kind nicht antun. Das Ausruhen danach tut euch beiden gut, ruht euch beide aus. Macht es das am besten, das Baden zu einem wöchentlichen Ritual, weil das Kind gewöhnt sich dann irgendwann daran und freut sich eventuell sogar ab dem gewissen Alter darauf, baden zu dürfen. Unser ist mittlerweile 4,5 Monate und er freut sich total aufs Baden. Man merkt es ihm immer wieder an und seit wir ihm diese tolle Babywanne, die ihr gerade eben gesehen habt, gekauft habt, planscht er da drin herum und er stößt sich nicht mehr so auf den Kopf, wie wir es beispielsweise mit der ersten Badewanne hatten, die wir hatten. Es war nämlich so eine Wäschewanne, die aber extra dafür gedacht war. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst doch ein Abo da und bis zum nächsten Der Weg mit Dating.